ist wieder zusammengekommen, was zusammengehört. Mit diesen Worten beginnt der Gottesdienst im Erfurter Dom am Tag der Deutschen Einheit mit Besuch von vielen Politikern. In der Hauptstadt Berlin hingegen ist eher weniger los. Man sieht einige Besucher vor dem Brandenburger Tor. Der 3. Oktober wurde als gesetzlicher Feiertag, als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag 1990 bestimmt. Heute pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit versammeln sich viele Menschen in Berlin im Regierungsviertel für verschiedene Veranstaltungen. Vor dem Brandenburger Tor finden einige Veranstaltungen statt, sonst ist es eher ruhig im Regierungsviertel. Doch viele Bewohner kommen zum Gedenken an den Tag zum Reichstag. Wie empfinden Sie denn den Tag der Deutschen Einheit hier in Berlin und wie wichtig ist der für Sie? Ich freue mich auch nach über 30 Jahren noch, dass diese beiden Teile sich wieder vereinigt haben. Ich weiß noch, dass ich damals 89 im November nach Berlin gefahren bin aus Süddeutschland und es ganz, ganz großartig fand, mittendrin zu sein bei einem wirklich historischen Ereignis. Sind Sie deswegen heute hier in Berlin? Wir wohnen in Berlin, aber wir haben heute gedacht, lass uns rausgehen, lass uns zum Reichstag gehen, lass uns dahin gehen, wo vor über 30 Jahren nahezu nichts war. Vielen, vielen Dank. Gerne. Die meisten denken positiv an diesen Tag, andere eher negativ. Bei der Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor wird für mehr Freiheit gekämpft. Ich bin mit dabei gewesen. Wir sind durch die Straßen von Berlin gezogen. Wir haben getanzt, wir haben gesungen. Wir haben geglaubt, wir können den Spuk damit beenden. Das war natürlich ein Irrtum. Und so endet der eher ruhige Tag der Deutschen Einheit in der Hauptstadt Berlin.